So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier im SnowRunner Offroad Simulator. Und zwar sind wir hier in Michigan unterwegs. In Michigan gab es eine große Überflutung oder eine große Sturmflut, kann man fast sagen. Und wir müssen hier versuchen, mit dem Jeep durch die, wir müssen Allrad einschalten. Wie können wir jetzt hier Allrad einschalten? Halte, was ist denn das hier? Auto abstellen, Anhänger entfernen. Ja. Eins war es nicht. Wie konnte ich jetzt hier Allrad einstellen? Hä? Achso, L1 und Viereck, ja. Jetzt haben wir hier. Ihr seht es, wir sind hier in dem Modder unterwegs und sollen jetzt hier Halter und Viereck und den Lastgang, wenn du im normalen Gelände unterwegs bist. So, wir wollen aber jetzt hier mal langfahren. Wir müssen tatsächlich da oben den Wachturm freischalten oder finden. Wenn wir am Wachturm waren, dann werden wir. Ist das ja im Weg, ja? Dann müssen wir nämlich erstmal das Gebiet ein bisschen erkunden. Dann müssen wir nämlich noch eine Brücke reparieren. Also brauchen wir mal einen Lastwagen. Und mit diesem Lastwagen kommen wir dann. Müssen wir dann Sachen transportieren hier zu der Brücke und dann kann man die Brücke kaputt machen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo ist dieser Wachturm? Ist der da hinten? Der ist da hinten. Okay, wir müssten jetzt also hier nicht hin, wir müssen da hinten hin. Gut, dann fahren wir mal weiter. Ja, sorry für meine komischen Geräusche hier, aber ich bin ein bisschen angeschlagen und man sieht hier so an. Irgendwo ist gleich der Motor um 8% kaputt hier. Ja, ist okay. So, dann machen wir mal weiter. Ja, die Lenkung ist manchmal ein bisschen merkwürdig, auch wenn man hier aus dem Lenkrad lenkt. Ja, jetzt haben wir Allrad immer noch an. Das können wir natürlich auch schalten hier auf der Straße. Dann sparen wir nämlich ein bisschen Sprit. Ja, nämlich hier auch nicht unendlich Sprit. Da vorne kommt zwar gleich eine Tankstelle, aber um hier voranzukommen, muss man mal überlegen, was machen wir jetzt? Fahren wir jetzt hier querfeld ein? Oder fahren wir einfach durch? Wir fahren jetzt hier wahrscheinlich. So, müssen wir mal jetzt hier gegenlenken. Hoffen, dass wir hier durch den Modder durchkommen, durch die Modderpampe hier. Ja, man sieht, die Sturmflut hat hier alle möglichen Gesteine und so weggerissen. Wir haben jetzt irgendwo Wasserschaden. Nee, wollen wir nicht. Wir müssen da jetzt wirklich versuchen, über diese Wege dahin zu kommen, um den Turm freizuschieben. Ihr wart beim letzten Mal. Also ich muss jetzt gestehen, ich habe diese ganze Mission schon mal gemacht. Eigentlich auch einen Livestream dabei angemacht, aber der Livestream ist leider, ich weiß nicht, er hat es nicht gespeichert. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber er hat es einfach nicht gespeichert. Und dadurch müssen wir jetzt mal hier diese ganze Geschichte nochmal machen. So, müssen wir jetzt hier links runter. Tankstelle, wir wollen aber nicht tanken. Genau, hier müssen wir hin. Wir müssen mal so ein bisschen außen rum, und nicht vollkommen versacken hier im Schlamm. Wir haben hier zwar so einen tollen Pickup, der einen klassischen Felgen auch hat, aber ich will hier nicht stecken bleiben. Wir haben zwar noch eine Winden, wie ich es gerade hier eine Salve haben, haben wir glaube ich nicht, aber da oben ist, ach da oben, okay, da oben ist der, Turm. Wenn wir den Turm gefunden haben, dann müssen wir erstmal. So, Wachturm entdeckt. Gut gemacht, du hast deinen ersten Wachturm entdeckt. Jeder entdeckte Wachturm enthüllt weitere Teile der Karte. Für die Reparatur der Brücke benötigst du ein größeres Fahrzeug für den Materialtransport. Öffne die Karte, um einen Blick auf die Umgebung zu werfen. Finde also einen Truck, der in der Lage ist, für die Reparatur der Brücke die nötigen Materialien zu transportieren. Okay, jetzt machen wir erstmal die Beobachtung starten. Na, da unten hatten wir schon kurzzeitig das Materiallager entdeckt. So. Wir müssen aber hier
den Truck finden. Und ich hoffe, den ersten Truck, der ist auch schon auf der Karte markiert. Das war hier auch nicht wie so ein Bekloppter durch die Gegend fahren. So, müssen wir hier uns hier den Berg hochquälen. In Hoffnung, dass es jetzt hier bergab geht. Genau, das war jetzt hier. Können wir fast Vollspeed gehen. Durch die Modderpampe hier Offroad. Ja, das ist so ein bisschen. Ein bisschen fehlt das natürlich auch im Landwirtschaftssimulator, muss man sagen. Ne? Diese Möglichkeit des, ja, ich sag mal, dynamischen Bodens. Also hier SnowRunner ist der Nachfolger von MudRunner. Kennt vielleicht auch der ein oder andere, aber es gab es jetzt hier mal im PlayStation Store. Das heißt, für die anderen, die sich jetzt fragen, was ist denn das jetzt hier für eine. Für eine Plattform, das ist auf der PlayStation. So, da ist die PlayStation 5 verstoßen. Wir müssen jetzt hier weiter und müssen dann hier oben hoch. Da finden wir, dann den ersten Truck. Und die Brücke habe ich auch in meinem vorigen Spiel schon repariert, aber viel mehr habe ich dann leider auch nicht geschafft, weil dann nach einer Stunde war die Mission dann vorbei. Aber ich habe so leider nicht. So, du hast den Truck freigeschalten. Drücke nach oben. So, Truck. Truck wechseln. Truck wechseln, machen wir das jetzt nicht. So, okay. Aber sitzen wir hier im Truck, man sieht es auch von der Innenperspektive, so klassischer amerikanischer Truck eben. Ha? So, wir müssen jetzt mit dem Ding uns dann vorkämpfen und erstmal schon die erste Materialladung holen und die dann. So, achso, da müssen wir glaube ich erstmal nochmal den Map öffnen an der Tankstelle. Was sollen wir noch nach dem Tanken wahrscheinlich? Aufträge, Viereck. Ach, na. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal zur Tankstelle zurück. Genau. Okay, dann fahren wir jetzt erstmal hier Vollgas runter. Ja. Das sieht natürlich auch schon cool aus, wenn man diese Auspuffe. Die Auspuff. Wenn die jetzt hier. So, wir laden jetzt erstmal noch nichts auf, wobei wir eigentlich schon was aufladen könnten, dann wären wir zum einen ein bisschen stärker beladen, zum anderen müssten wir dann hier nicht nochmal zurückfahren. Das können wir ja mal fast machen. Ja, fahren wir mal jetzt hier rein und versuchen erstmal hier die erste Ladung Holz anzulegen. So, Frachtverwaltung. Fracht haben wir drauf. Jetzt mal hier gucken, dass wir hier wieder rauskommen aus dem ganzen System. So. So. Und dann war es, glaube ich, da den Weg eigentlich hoch. Ob wir den natürlich hochkommen, dann müssen wir mal hier. Allrad nicht installiert. Oho. Na, mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal gerade installiert habe oder ob die in. Wir versuchen mal den Berg hier hochzurufen. Da wieder drehen wir auf jeden Fall hier durch, aber wir sind gut dabei. Ich kann mal versuchen, mal hier so ein bisschen außen zu fahren, nicht ganz durch den Modder durch. Dann schaffen wir das vielleicht auch nochmal. Boah. Kämpfe, mein Freund, kämpfe. Aber mal gucken, ob du den Berg hier hochschaffst hier. Boah. Das sieht schon schwierig aus. Wir müssen hier raus. Na, das ist ein Problem. Ja. Man kommt natürlich mit den meisten Fahrzeugen. Dann wollen wir mal ganz gut rausgekommen. Wahrscheinlich müssen wir dann doch außen rumfahren. Dann müssen wir mal versuchen, hier an der Seite so ein bisschen vorbei zu sneaken. So. Das Lenkrad kämpft sich da auch schon so ein bisschen. Also man merkt auch den Widerstand. Mal gucken wir mal, schaffen wir das hier? Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Guck mal an hier. Komm her, mein Freund. Ha.
So, boah. Wir haben es geschafft. Also, wir gucken, wo sind wir denn hergekommen? Da ist der Wachturm, genau. Wir können jetzt hier oben, wir fahren aber auch einfach, wir fahren am besten hier links weiter. Okay, da ist offensichtlich ein Baum, da müssen wir noch kurz zurücksetzen. So. Einschlagen und Vollgas. So, dann können wir nämlich zur Tankstelle fahren und dann wird uns da sicherlich auch der Auftrag noch mal ein bisschen genauer angezeigt. So. Sieht natürlich alles von außen ein bisschen geiler aus, deswegen habe ich es jetzt mal von außen gemacht. Normalerweise spiele ich sowas auch relativ gerne in der Innenperspektive. Man sieht natürlich dann nicht so eine schönen Effekte hier durch Schlamm und Morast. Nicht umkippen. Na, nein, jetzt sag nicht, du hast dich jetzt hier echt festgefahren. Boah, können wir nicht, haben wir nicht in die Möglichkeit nach der Seilwinde? Hatte der die nicht gehabt? Also mal versuchen, ob wir hier zurückkommen. Na, nicht direkt rein. Na, es kommt, das schaffen wir. Boah, kämpf dich raus, du schaffst das. Ja, das. Boah, komm. Ich hab das geahnt, dass dieses Loch hier. Boah, wir haben es geschafft. Sehr schön. So, jetzt müssen wir hier erstmal hinfahren und das ist wahrscheinlich den Auftrag. Tankstelle. So, wir sollen aber jetzt tatsächlich Aufgaben, die Road. Wie kriegen wir denn das Ding jetzt hier hin? Wir sollen jetzt hier, was sollen wir jetzt hier machen? Wir müssen nachher zu dieser Brücke müssen wir hin. Genau. Aktivieren. So, eine Reparatur der Brücke. Genau, okay. Ja, das müssen wir jetzt da unten hinbringen. Dann fahren wir mal da auch direkt hin. Das ist auch schön, wie dieser Modder wirklich noch. Also wir müssen ja eh eigentlich hier außen rum. Ja, wir fahren mal hier außen rum. Wie dieser Modder dann immer noch wegspritzt. Ja. Das haben wir ja sowieso kein Allrad, aber. Hier oben runter, weil die Brücke ja da gesperrt war. Müssen wir hier noch kurz ein bisschen durchs Wasser fahren. Jetzt zeigt man trotzdem kurz aus der Innenperspektive. Das sieht ja auch ganz cool aus hier. Ja, wenn wir jetzt hier durchheizen. Quatsch. So. Hat ein bisschen was von so einem Ural-LKW. So, jetzt bitte nicht festfahren. Genau. Und dann fahren wir jetzt hier runter. Ist jetzt zum Glück nur eine Straße. Und dann werden wir hier unten, müssen wir gleich links. Dann können wir die ersten Sachen mal abladen. Und dann können wir auch schon zur Stadt hochfahren. Da holen wir noch ein paar Metallstreben. Dann werden wir gleich sehen, ob die Brücke damit ganz gebaut wird. So, weiter geht das hier im Lied. Jetzt müssen wir hier hinfahren in dem Bereich. Fahren wir hier so ein bisschen von außen, dass wir nachher auch besser umlenken können. Ja. So, Fracht abladen. Stahlträger werden zuerst. Oh ne, jetzt sagt nicht, dass wir jetzt erst tatsächlich die Stahlträger brauchen. Ah, okay, gut. Ja, dann drehen wir nochmal zurück. Müssen wir ja tatsächlich nochmal umlenken. Bis dann. Wenn wir jetzt denn nicht schon das erste ablegen, nee, ist wirklich, das ist, naja, okay, da war ich jetzt schon. So, dann zieht er hier los, schrauben wir ran, ne, gerade so. Gut, dann fahren wir jetzt aber straight durch und dann werden wir mal sehen, was uns da diese Barrikade dann so bringt. Ja, krasen wir jetzt hier wie die Verrückten durch. Die Lenkung ist manchmal ein bisschen strange. Da, wir sollen gerade ausfahren.
Dann müssen wir eben das hier oben wegschleudern und dann nehmen wir statt das nächste Altweg. Dann ist das so. So, durch die Barrikade. Bam. Platsch. Das geht eben auch. Ha? So, guck mal hier von der Perspektive. Ja, jetzt müssen wir eben da hinten hin. Das ist das Zeichen. Wir müssen die Stahlträger. Ach, schade. Ich habe eigentlich gedacht, da steht ja schon da, Stahlträger. Hätte man natürlich sehen können. Es tut mir leid, dass wir hier schon hätten, ja, gleich weiterfahren können. Naja. Okay, ist dann eben so. Was soll's. Wir fahren hier weiter. Wir müssen dann ganz nach hinten. Dann müssen wir hier so links. Hier noch nicht, die nächste erst. Und dann können wir hier links drin cruisen. So. Dann auch hier sind die Stahlträger zu finden. Das heißt, wir werden mal jetzt hier rinfahren und Frachtverwaltung. So. Genau. Ging das mit der Fracht entladen? Das konnte man, glaube ich, auch irgendwie machen. Kann man jetzt einen Tieflader-Anhänger? Das wäre natürlich auch geil. Da standen da gerade Tieflader, Gebäude. Ah, okay, da hinten ist einer. Irgendwie konnte man das abladen. Konnte doch da immer aufklicken. Manuell war zu was blockiert. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Shit. Funktionen. Funktionen. Ach, hier war das, glaube ich. Fracht entfernen. Zack, zack. Frachtverwaltung laden. Genau, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir die Stahlträger. Okay. Können wir nämlich gleich durchfahren. Ist natürlich auch nichts weiter los hier in der Gegend, aber man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja hier eine Überflutung gewesen oder Überschwemmung gewesen. So, dann Attacke. Cruisen wir mal los. Wir sind jetzt da unten runter. Und dann müssen wir eben einfach nochmal unten. Das Holzhuhn ist ja zum Glück nicht mehr so weit weg. Aber das kriegen wir jetzt hier noch hin. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, Vollgas hier. Ja, bin mal gespannt, was ihr so dazu sagt. Hab mich natürlich jetzt nicht gut geschlagen, weil ich den Weg oder das nicht geschnallt habe, was jetzt die Mission, obwohl ich es zum zweiten Mal mache, das soll man ja auch fast gar nicht sagen. Nicht. Oh, 3 Schaden. Das ist mir auch noch nicht passiert. Was ist jetzt hier? Als ich das letzte Mal gemacht habe, bin ich so noch nicht in die Kracht, aber gut. Ja komm, das wollen wir mal aus dem Weg. Interessiert weggehen. Fährt ja hier sowieso kein anderer rum. Ja, natürlich hier in der Wildnis, also völlig dann
wenn der dritte Truck mal kaputt geht und man kann den Uni selber reparieren, dann stehst du natürlich auch da. Ne? Also, naja. So. Gehen wir hier mal ein, dann können wir das nämlich hier abladen. Dann haben wir die erste Lieferung schon mal erledigt. So. Fracht abladen. Zack, da sehen wir schon, wie die Brücke tatsächlich von Windeshand gebaut wurde. Jetzt müssen wir nämlich hier das Holz noch holen. Jetzt wird man irgendwie das Holz gebraucht, leider. Aber das haben wir natürlich jetzt nicht mehr dabei. Müssen wir jetzt also los. Wir brauchten auch beide Teile. Das heißt, wir hätten nicht mal 1-1 machen können. Wir müssen also jetzt nochmal losfahren, das Holz holen. Das ist ja jetzt nicht weiter wild. Das Holz ist... wenn wir jetzt hier rechts reinfahren, kommen wir da eigentlich direkt hin. So, dann gucken wir mal, machen wir mal die Außenperspektive, dass wir das hier so ein bisschen besser einschätzen können. So, Gummi jetzt los. Ne, wir wollen nicht den Berg runterplumpsen. So. Nur, das wäre gefährlich, wenn wir das runter machen würden. Wubbelt hier umher. So. Da ist das nämlich schon. Da waren wir ja vorhin schon und haben das Holz aufgelegt, aufgeladen. Da können wir jetzt nochmal Holz holen. Dann kann zumindest der Zubringer da wieder oder die Brücke repariert werden. Müssen wir jetzt hier mal schnell rum. Und Holzplanken holen. Ach ne, hier ist das ja noch gar nicht. Oh, jetzt bin ich schon bei Erna. Bei Erna ins Haus gefahren hier fast. Mensch, Erna. So, der wollte ich nicht. So. Weiter geht das hier. So. In Amerika heißen die ja nicht Erna, da heißen die ja Beth. Oder sowas. So, so Oma Beth. Weiß nicht. Also, wir wollen jetzt hier lang weiter und holen jetzt nochmal die Holzplanken. So, rennen mit dem guten Truck hier. Ja, hat schon wieder so ein bisschen zu tun in einfach. Das ist eigentlich ein bisschen merkwürdig, weil ich sag mal, die Motorisierung von so einem Teil sollte eigentlich natürlich. So, das haben wir aufgeladen. Kommen wir jetzt hier eigentlich gleich wieder rum und mal probieren. Müssen wir ja nicht rechts rückwärts zurücksetzen, sondern fahren einfach mal jetzt hier. Wir haben zurück. So, sorry. So, weiter geht's. Rauf auf die Street. Die Street nach Philadelphia und dann geht das hier ab zur Brücke. Also war hier ein bisschen rumgeslidet. Beth, bis morgen. Ich muss jetzt erstmal die Brücke reparieren. Tschüss. So. Beth war noch am Schlafen oder vielleicht, was weiß ich, was sie da treibt. So. Mal gucken, dass wir jetzt hier mal ein bisschen schneller den Weg lang heizen, damit wir hier Zeit verlieren. Und dann jetzt kommt nochmal hier so eine gefährliche Stelle. Ich hoffe nicht, dass wieder irgendein Motorschaden entsteht. Gefährlicher Wasserstand hat uns nichts getan. Können wir jetzt hier schön weiter heizen. Gaspedal immer durchgedrückt. Also was wäre natürlich jetzt hier so für einen Landwirtschaftssimulator, so mit so einem Boden, das wäre schon geil. Aber man ist natürlich, die Schwierigkeit ist ja immer, das so zu designen und auch so zu programmieren, dass natürlich die Maschinen von der Leistung her wirklich auch mit den Untergrund herkommen. Ja? Also wenn du da jetzt natürlich eine Strana hast und du hast einen 500 PS Traktor, dann sollte der das natürlich auch schaffen, hier lang zu fahren, ohne Probleme. Jeder Truck hat ja auch schon gezeigt, dass das teilweise nicht ganz so einfach ist. Na gut, aber ansonsten trotzdem ein schönes Spiel. Sieht sehr gut aus, kann man schon mal sagen. Und es fährt sich natürlich eigentlich recht toll. So, wir sind da. Jetzt sehen wir hier schön, dass die Holzplanken und dann offensichtlich eine Betonbrücke hinterher. Du bist aufgestiegen, yay.
Fortschritt. Jeder erfüllte Auftrag bringt dir Geld und Erfahrungspunkte ein. Jeder entdeckte Wachturm bringt dir Erfahrung ein. Mit Erfahrungspunkte kannst du neue Fahrerränge freispielen, die zum Freischalten von neuen Fahrzeugen und Upgrades nötig sind. Okay. So, was haben wir jetzt? Die Brücke ist repariert. Gute Arbeit. Du hast die Brücke repariert und deinen ersten Auftrag erfüllt. Die Stadt ist jetzt wieder mit der Region verbunden. Sehr schön. Lass uns jetzt alle eine deiner alte Werkstatt finden, die nun auf deiner Karte markiert ist. Mission, finde die Werkstatt. So, auf der Karte ist er markiert. Dann müssen wir mal gucken. Werkstatteingang. Das müssen wir jetzt, da müssen wir hin. Naja, aber dass wir das jetzt hier markiert haben. So, dann auf geht's, ab geht's, rüber über die Bridge. Aber das ist nicht so eine Brücke wie in den Brandenburger Landfrüchtchen auf der Map Schwarzer Fluss. So, ich bin letztens bin ich auch hier lang gefahren. Ich denke, dass wir hier ganz gut hinkommen. Dann kam irgendwann auch schon die Brücke. Und dann soll es das auch erstmal gewesen sein, aber wir gucken mal, wie weit wir jetzt hier kommen. Ob wir die Brücke hier auch gleich finden, ob wir uns jetzt hier nochmal festfahren. Es ist ja nicht ganz so eindeutig, wo hier so die Wege lang gehen. Nicht so Strupp und die Äst rum. Fahren wir jetzt hier einfach weiter. Und dann kann man nämlich auch eine Seilwinde montieren. Die brauchen wir dann nämlich unbedingt, weil die Ebene und der Bereich, der jetzt hier kommt, dann doch schon wieder ziemlich freaky und tricky ist. So. Das haben wir jetzt hier. Da müssen wir hin, offensichtlich. Sie ist freigeschaltet. Sollen wir mal kurz gucken, was ist denn hier? Ah, hier ist auch dieser Art Wohnpark. Da wollen wir jetzt aber nicht hin. Wir wollen hier weiter. So. Was war die Katze? Falls ihr das gehört habt, so, jetzt müssen wir hier. Da ist die Werkstatt. Da hinten, nicht hier. Was ist denn das hier eigentlich für ein Gelände? Will man hier irgendwas finden? Das hier wahrscheinlich irgend so ein Komplex. Ich weiß nicht, ob man hier was anderes finden würde. Wir wollen aber mal geradeaus weiter. So. Weiter müssen wir hier durch die kleine Enge durch und dann sollten wir da eigentlich schon angekommen sein. So. Und dann soll es das erstmal fürs erste gewesen sein. Dann machen wir mal so einen kleinen Einblick. Man sieht ja schon, entweder wird es jetzt hier gerade Abend, ich bin schon ziemlich lange am Fahren. Der Weg sieht mir nicht sehr gut aus. Wir sollten vielleicht darüber hinaus hier reinfahren, um nicht dem Schicksal zu erleiden. Ich kann mich entsinnen, ich habe damals dieses Problem auch gehabt hier. Wäre ich fast nicht, fährt sich hier total fest, weil das hier offensichtlich so ein Modderboden ist. Und dann kam hier so eine kleine Brücke und das war auch schon echt ein Akt. Dann hatte ich aber komischerweise hatte ich da eine Seilwinde. Ich weiß nicht warum. Die jetzt hier nicht bei ist. Was ist denn das hier? Ja genau, hier kommt diese komische Brücke. Was ist denn das hier? Warum habe ich denn die Seilwinde noch nicht? Achso, wahrscheinlich möchte ich die dann über unten auswählen müssen. So. Upgrade entdeckt. Halte an. Upgrade erhalten. Was haben wir dann jetzt erhalten hier? Wir haben hier das Upgrade ein. Du kannst Upgrade Welt finden. Ha? Erhöhtes Fehlungs-Set. Okay. Ja, wir wollen jetzt hier geradeaus weiter, ohne von der Brücke zu fallen. Das ist so die Devise. Das hat funktioniert. Ist schon mal gut. Natürlich jetzt ein bisschen schlecht zu sehen durch diese Bäume. Wahrscheinlich müssen wir hier ein bisschen von oben. Hier kein Licht eigentlich. Wenn wir hier Licht anmachen. Ja, Licht ist glaube ich schon angewiesen, das war das Problem, das habe ich letztes Mal auch schon entdeckt. Ja, da hinten müssen wir hin und dann ist tatsächlich unser Auftrag auch schon abgeschlossen, aber der Weg dahin ist echt steinig und schwer. Ich muss doch nochmal von außen gucken.
Genau, ich bin letztens, wenn ich hier nämlich hoch, vielleicht macht es Sinn, geradeaus weiterzufahren. So, genau. So, los, war jetzt hier. Schon gespeichert. Das war hier nämlich wirklich sonst das Problem, hier durchzukommen. Aber ich habe diese Ecke jetzt hier relativ gut umfahren können. Da ist nämlich schon die Werkstatt. Und da steht auch schon offensichtlich ein anderes Fahrzeug. Ja? Alles G9. Also G9, nicht alles G9. Was haben wir hier? Nochmal ein Upgrade. Finden wir dann hier. Upgrade-Standard entdeckt. Allradantrieb aktivierbar. Das ist doch gut. Okay, aber wir müssen jetzt hier zum... zur Werkstatt reinfahren. So. Keep clear. So, Auftrag beendet. Ja, Punkte haben wir. Annehmen. Begib dich zur Werkstatt. Das ist also unser Truck. Das ist die Werkstatt. Ja, gibt noch ganz viele Trucks auf jeden Fall. Trucklager. Truckshop hier war das. Wenn man so diese hier sieht, man noch so eine ganz viele amerikanische. Also das hier, das ist fast so eine Pacific schwer. Kann man sich den anzeigen lassen? So wenig Geld kann man es nicht leisten. Hier ein Kiowitz gibt es hier noch. Das ist natürlich auch. Ne, ist ein Terminal. Sieht aus wie ein Kiowitz. Dann haben wir den Kran. Das ist natürlich schon alles geil. Ja, ist das hier. Polo. Ja, ist schon ein bisschen was Geiles dabei, muss man ehrlich sagen. Ja, ja, aber Monster Truck, wir haben hier haben wir den Kiowetz K700 und dann die modernere Version davon, K7M. Das ist natürlich neuere, gibt es dann als DLC. Und da kann man natürlich dann Landwirtschaftsaufgaben machen. Das wäre natürlich auch was Geiles, aber das DLC haben wir leider nicht, von daher. Ja. Wir können aber natürlich unseren Truck anpassen. Wir können hier einen besseren Motor wahrscheinlich hinbringen. Ja, hier für 2,7. Wobei, der bringt ja eigentlich überhaupt keine Veränderung. Wir können Getriebe, Winde, Ersatzrad, Schnorchel. Damit der da nicht irgendwie was passiert. Und Rahmensätze. Oh, kann man hier einen Kran draus machen. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Ersatzrad. Okay, Differentialsperre, Winde. Winde wäre natürlich schon geil. Ja, aber das soll es erstmal. Warte mal, was haben wir hier noch? Individualisieren. Das Dach. Kannst du hier dann geilere Lampen drauf machen. Natürlich alles tolle Farbe kannst du verändern. Gibt ganz viel. Aber das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet oder hier einfach dran bleibt und euch noch weitere Videos anschaut. Ich sage von meiner Seite tschö mit Ö. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Euer Kinky.